Reporter zur Pressekonferenz nach dem 320. Wiener Derby 1:1. Ich darf immer bitten, die drei beiden Trainer erst ein kurzes Statement abgeben zu lassen und dann eure Fragen bitte. Dann wollen wir immer mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, in dem Fall Damir Kanadi. Damir, bitte kurze Analyse zum Spiel, sofern möglich. Ja, aus meiner Sicht denke ich, gerade erste Halbzeit haben beide Mannschaften sehr viel investiert, waren sehr gut organisiert, hatten beide zwei, drei hochkarätige Situationen, auch in Führung zu gehen, war sehr ausgeglichen, haben natürlich jetzt fürs erste Spiel einmal geschaut, dass man sich orientiert, dass man ins Spiel hineinfindet. Ja, dann gehen wir zweite Halbzeit in Führung, durch ein wunderschönes Tor von Quiliteia über die Seiten, Flanke von Andy Kuhn und haben dann für mich im Matchball noch einmal drauf, wo Joel Linton dann auftaucht vom Torhüter. Die Situation war dann, wenn wir nicht zu lange am Ball ist, wo ich denke, sehr zentral zum Tor steht und dann kommt leider die gelb-rote Karte für uns, wo wir dann sehr viel investieren müssen. Und bis zur 94., was für mich ein wenig unverständlich war, dass es 5 Minuten Nachspielzeit war, ich glaube, es war nicht so intensiv, hart geführtes Spiel, dass man dann so lange spielen muss. Ich denke, beide Mannschaften haben drei Austausche gehabt und hätte gereicht, 3 Minuten aus unserer Sicht natürlich jetzt und deswegen sind wir ein wenig enttäuscht und tut dann weh. Aber nichtsdestotrotz, großes Kompliment an die Mannschaft, hat alles in die Waagschale geworfen und ja, müssen wir mit den 1:1 leider auch leben. Dankeschön, Damir Kanadi. Thorsten Fink, bitte. Ja, ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit 3 Riesenchancen gehabt, die hätten wir meiner Meinung nach nutzen müssen, gerade die Kontersituation mit Kayode und Venuto, das muss man besser ausspielen. Ich glaube, im Endeffekt geht das Unentschieden in Ordnung, aufgrund der letzten Minuten, wo wir nochmal richtig alles in die Waagschale geworfen haben, Risiko gegangen sind. Und ja, da muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen, weil es war eine schwierige Situation nach 0:1 und mit der Abwehrkette hinten ist ja auch schwierig, Riesenchancen herauszuspielen. Trotzdem haben wir das Minimalziel erreicht. Wir haben Rapid Wien auf Abstand gehalten mit den 10 Punkten und sind am Ende dann auch zufrieden mit dem einen Punkt und schauen jetzt zu Sturm Graz. Danke. Dankeschön, meine Herren. Fragen bitte an die beiden. Herr Hackl, bitte. Das hat man beim Trainingsspiel schon gesehen, dass der einiges versucht, schon hinten im Mittelfeld schaut, Spitze. Kuhn ist für dich wahrscheinlich nicht überraschend, aber für die Öffentlichkeit schon ein bisschen überraschend gewesen. Wie hat für dich dieses alles funktioniert, diese neue Möglichkeit? Das haben Spieler mal Positionen gespielt oder ist es zu früh noch anspielen zu urteilen? Also aus meiner Sicht haben sie alle auf der Position gespielt, wo sie ausgebildet worden sind. Joel Linton ist eine Situation, wo ich denke, er kann aus dem Mittelfeld sehr viel bewirken. Er ist ein sehr junger Spieler, ein Jahrgang 96, er ist ein sehr guter Box-to-Box-Spieler, hat Möglichkeiten im technischen Bereich, im körperlichen Bereich. Deswegen setze ich ihn auch dort ein, weil er das Spiel vor sich auch braucht. Mit dem Rücken zum Tor hat er es nicht ganz so gern. Andy Kuhn hat natürlich aufgrund der Planung im Sommer von Rapid Wien, da wir dort einen Stangl verloren haben, hat es keine zweite Option gegeben, auf Außenverteidigerpositionen. Deswegen denke ich, war es sehr wichtig, dass wir ihn zurückholen. Wir haben das kurz vom Trainingslager habe ihn kennenlernen dürfen, mit einem zusammengesetzt, haben wir dann mitgenommen ins Trainingslager und hat bewiesen, oder hat er mit der Leistung bewiesen, dass er ein sehr wertvoller Spieler sein kann, zumindest ein Update für Schrammel, bis er wieder fit wird. Und von daher denke ich, war es ganz in Ordnung. Herr Treffang, bitte. Als Trainer, kann man da am Schluss noch eingreifen? Findet man den Ersatz, oder muss man über der Stimme noch mehr an der Linie und denkt sich, mit dem hohen Ball und der geht rein, oder kann man dann auch den Spielern was mitgeben? Naja, wir haben ja sicherlich ein paar Dinge, die wir dann ändern. Wir haben ja dann auch Holzhaus rausgenommen und haben das System verändert. Dann zum Schluss macht man natürlich alles mit der Brechstange und es ist klar für uns, dass wir dann einen Großen vorne reinstellen aus der Abwehr. Ich denke, dass man sowas ja auch trainieren sollte im Training. Also es gibt immer solche Situationen, wo man die letzten 5 Minuten nochmal alles nach vorne wirft und wir nicht einfach irgendwas machen. Also dann an der Außenlinie dann nochmal großartig was zu bewirken, nur mit Einwechslung natürlich und den Leuten was mitgeben. Aber ansonsten ist es schwierig, da mit den Spielern zu reden. Und trotzdem, glaube ich, wissen meine Spieler, was sie zu tun und zu lassen haben. Weitere Fragen, bitte. Bitte, Alex. Eine Frage zum Finish auf der roten Karte, weil im Moment hat es eigentlich so gewirkt, als hätte das Spiel unter Kontrolle. War das ein Knackpunkt für dich?
Hättest du erwartet, dass man ein bisschen mehr nach vorne verteidigt, da war das noch nicht mehr drin? Ja, wir haben sehr viel investieren müssen. Ich glaube, es war allgemein, es war die Mannschaft, sie versucht zu orientieren einmal, das erste Spiel, zu schauen, wo stehen wir natürlich auch. Auf der anderen Seite waren wir dann schon sehr viel investiert. Es war Minute 70, glaube ich, der Ausschluss, wenn ich mir jetzt nicht täusche. Ich denke auch ich muss mir die Situation nochmal anschauen im Fernsehen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war übertriebene gelb-rote Karte, war auch aus meiner Sicht, von meiner Position her, es war sehr viel Verkehr. Ist so. Und dann haben wir halt natürlich gesagt, wir warten auf den Konter mit Murk, ein Spieler, der auf der Lauer gegangen ist. Vielleicht können wir den letzten Konter zu Ende fahren. Ist uns leider nicht gelungen, aber Austria Wien hat bis dorthin keine einzige Situation kreieren können. Sind gut gestanden, haben Geduld gehabt. Ja, und dann kommt halt leider der letzte Ball hinein, ein langer Ball. Da muss ich mir dann auch das Stellungsspiel anschauen von unserem. Das können wir uns vorwerfen, sonst denke ich, zweite Halbzeit hat Austria keine einzige Torschuss gehabt. Weitere Fragen? Bitte, Martin. Du hast in der AFI Holzhauser halt nur 50 Freikontakte gehabt, ist vom Spiel relativ entschärft worden. Mhm. Hast du da Angst, dass es jetzt mehr werden könnte? Schauen Sie, das ist Rapid Wien, es war nicht die erste Mannschaft, die das gesehen hat, dass Raphael Holzhauser ein wichtiger Spieler für uns ist, aber trotzdem haben die Mannschaften das nicht geschafft. Bis jetzt, wir haben die meisten Tore geschossen, darum geht es ja auch nicht, ob der Raphael Holzhauser 50 oder 100 Ballkontakte hat. Und für mich, glaube ich, war es schwierig für die anderen, weil normalerweise können wir trotzdem besser Fußball spielen. Also ich denke, dass es besser geht. Ich denke, dass man bei beiden Mannschaften gesehen hat, dass sie besser Fußball spielen können, weil es waren doch einige Fehlpässe drin. Gerade wenn Raphael rausgenommen wird, erwarte ich auch von den anderen, dass sie mehr Druck nach vorne machen, den Ball treiben und dann den freien Mann suchen. Das hat heute einfach insgesamt zu lange gedauert, um jetzt Riesenchancen herauszuspielen. Also ich glaube aber, mehr als 3 oder ich meine 6, 7 oder 8 Chancen rauszuholen, ich glaube, ist nicht möglich gegen eine Mannschaft wie Rapid Wien. Das wäre schon top, wenn wir das schaffen würden. Und ich war insgesamt jetzt, wie gesagt, mit meiner Mannschaft sehr zufrieden, mit dem Charakter, den sie hatte, aber natürlich können wir besser Fußball spielen. Bitte. Gerade die Spielmodell, die Defensivleistung der Mannschaft, vor allem in der ersten Hälfte, macht das zuversichtlich für die nächsten Spiele, dass man da aus einer wirklich gesicherten Defensive, das war ja wirklich sehr kompakt, vor allem wenn man anschließt und diese Holzhausermann-Deckung, so aus einer kompakten Defensive raus, dann vielleicht noch mehr Angriffe spielen kann, mehr Kontakte fahren kann. Also Holz haben wir nicht Mann gedeckt, sondern wir haben zugestellt, einfach, dass er nicht ins Spiel kommt. Also wir sind ihm nicht nachgelaufen. Wir haben gewusst, dass er abkippen will und dass er dort das Spiel für sie gestalten möchte. Er hat, glaube ich, eine tolle Quote, wenn er das Beste in die Offensive spielt. Hat er, glaube ich, die Beste in der Bundesliga. Und dann Folgeaktionen in die Offensive gehen. Und damit haben wir ihm die diagonalen Bälle rausgenommen. Es musste eine andere Verantwortung übernehmen und das ist uns gut geglückt. Auf der anderen Seite hat uns ein wenig dann auch, wie es der Kollege sagt, wir haben spielerisch sicherlich mehr drauf, da haben wir mehr Möglichkeiten, aber das kommt bei uns natürlich mit Erfolg. Das müssen wir uns erarbeiten. Wenn du erfolgreich bist, dann wachst du selbst daran. Wachst du selbst daran, wirst du sicherer im Spiel und darum sage ich, darum tut es mir leid für die Mannschaft, dass er sich nicht belohnt hat, dann bis zum Schluss mit 3 Punkten. Christian, bitte. Frage selbst, das ist klar. Aber ist dann nicht zu befürchten, dass ein Tor in der 94. Minute, das ist das gleiche Ergebnis, aber wahrscheinlich schlimmer ist es ein Tor jetzt in der 68. Minute. Ist das wieder so ein, das ist nicht spielbar, so ein Nein, wir werden heute an diesen Dingen arbeiten weiterhin. Die Mannschaft hat heute sehr viel investiert. Ich kann mich erinnern, wie gefragt, ob eine Mannschaft körperlich Probleme hat, wie ich die Mannschaft übernommen habe. Ich denke, das hat die Mannschaft einmal heute nicht gezeigt, dass sie körperliche Probleme hat. Und sie haben sehr ordentlich gegen den Ball gearbeitet. Austria hat alles versucht. Das ist halt so, das ist ein Lucky Punch Point. Da gibt es keine Taktik, da gibt es keine Situation. Das passiert dann einfach im Fußball. Das ist Energie dann vielleicht oder was ist auch Höheres. Und das wird es nicht nur bei uns geben, das wird es auch anders geben. Der Wort. Ja, ich ärgere mich über die 5 Minuten. Ich ärgere mich natürlich auch, dass in den letzten 30, 40 Sekunden passiert ist. Auch kein Thema. Ja, ist so im Fußball. Das ist der Sport und die werden wir auch männlich nehmen, werden an diesen Dingen wachsen und werden es versuchen, besser zu machen. Und solche Spiele dann gerade so derbys zu gewinnen, weil die geben uns natürlich auch sehr viel Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben. That's it. 1-1. Abgehakt, fertig. Und mehr kann man nicht dazu sagen. Ein schönes Schlusswort. Nein, doch nicht, Andreas, bitte. Hätte man mit dem Wissen von gestrigen Ergebnissen und der Möglichkeit, Sturm zu überholen,
nicht etwas aktiver auf drei Punkte von Beginn an losgezogen? Wir? Der Austria. Ich finde, er sollte die Frage beantworten. Geht uns alle zwar was aus. Ja, wir haben die aktiv, wir sind die aktiv angegangen. Wir haben in der ersten Halbzeit auch über 60% Ballbesitz. Ich meine, es ist natürlich schwierig, dann gegen fünf Mann hinten erstmal den Raum zu finden. Gegen den Rapid Wien habe ich ja auch nicht erlebt. Das ist ja klar, aber es ist sicherlich ein Top-System. Und wie gesagt, wir haben alles versucht. Also, mehr ging heute einfach nicht. Und erster Spieltag, beide Mannschaften ein bisschen Probleme. Ich glaube, dass wir besser spielen können, aber wir haben jetzt nicht verhalten gespielt extra. Wir wussten, dass auch Rapid Wien, wenn sie mit fünf Mann hinten stehen, auch zu Konterchancen oder auf Konterchancen lauern. Sie wollen ja im Mittelfeld den Ball erobern und dann schnell umschalten. Das wussten wir und da waren wir deswegen auch ein bisschen übervorsichtig. Aber wie gesagt, die Saison ist ja lang und wir spielen ja nicht heute Hurra, wir wollen ja auch mal die Abwehr stabilisieren. Ich denke, das haben wir gut gemacht. Wir haben einen Torschuss zugelassen, das ist ja auch mal wichtig. Ja, und insgesamt in der Saison viele Tore geschossen und da werden wir weiter daran arbeiten, dass wir so wenig wie möglich Torschüsse zulassen und ein Stück weit besser spielen als heute, aber was normal ist am ersten Spieltag nach der Winterpause. Jetzt haben wir das Trainerteam überzeugen können und wurde ja bisher unterschätzt, weil er war ja schon fast wieder weg vom Verein. Jetzt ist er einmal die Nummer 1. Wie hat sich das entwickelt und wie in der Vorbereitung haben, dass er das Also grundsätzlich möchte ich nicht über die Vergangenheit viel sprechen. Ich versuche, wenn alles gepasst hätte, wäre ich nicht der Trainer geworden. Darum ist mir wichtig, was heute ist und morgen passiert. Und Tobias hat sich, denke ich, sehr gut präsentiert im Training, hat seine Chance genützt, hat dann die erste Chance gegen Bilbao bekommen, wo er ein tolles Spiel gemacht hat. Und damit war die Situation beim SK Rapid offen. Sie haben alle dieselbe Chance gehabt, sie haben alle hervorragend gearbeitet, das muss man auch ganz klar sagen. Auch die anderen haben hervorragend gearbeitet. Wir sehen bei ihm halt ein bisschen mehr Potenzial, gerade beim Rausspielen oder wenn er dann Bälle reinschippen kann ins Mittelfeld, hat technische Fähigkeiten wie ein Feldspieler, spricht auch für ihn und aus unserer Sicht hat er ein hohes Talent. Gut, gibt es noch Fragen? Da hinten haben wir es gesehen? Nein, nichts. Okay. Gut, dann Dankeschön, schönen Abend noch. Danke.